herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel HBW Baden-Wellstetten gegen die Rhein-Neckar-Löwen vor 1.991 Zuschauern. Das Spiel geht mit 22:31 an die Rhein-Neckar-Löwen, zur Halbzeitstand des 12:16. Zur Pressekonferenz begrüße ich die beiden Trainer, Ljubomir Franjes von den Rhein-Neckar-Löwen und unseren Trainer Jens Birkli. Ljubomir, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dir gehört auch das erste Fazit zum Spiel. Wie hast du das heutige Spiel gesehen? Guten Abend erstmal. Wie ich das gesehen habe, es war echt schön, erstmal Publikum zu sehen und vor Fans zu Hammer zu spielen. Das war echt schön. Ich habe das lange nicht gemacht in so einer Kulisse. Das war wirklich schön zu erleben wieder. Wenn es kommt zum Spiel, ja, also wir wussten, es wird schwer. Die erste Halbzeit war, ich meine, wir haben ein bisschen Glück gehabt, finde ich, in der ersten Halbzeit, dass wir mit 4 Toren weg im Halbzeit, war 4, oder? Ja, 4. Ja, ja. Haben wir ein bisschen Glück, finde ich, gehabt, aber muss man ab und zu haben. Aber in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir Kontrolle. Wir spielen diszipliniert, wir spielen auch mit ein anderer Art und Weise, mit Sicherheit. Alle waren gefährlich. Die rechte Seite heute war richtig gut. Unsere Torhüter waren auch beide, kann ich sagen. Joel hat sehr gut erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit gespielt. Gute Abwehr. Also es ganz viele Sachen haben gestimmt heute. Und wenn das so ist, dann ist das ja schwer. Egal. Gehen, weil wir haben wirklich gute Qualität und das haben wir heute gezeigt. Vielen Dank. Jetzt, dann darf ich auch dich um deine Zusammenfassung bitten. Es stand irgendwann mal, ich glaube so um die 20.11.10 für uns, Joel Berlehm bereits 6 Freie wegmacht und dann geht es auf 13.22. Was ist passiert? Ich glaube, es hat Lugo gerade schon ganz gut erklärt. Die erste Halbzeit spielen wir, was unseren Angriffsspiel angeht, wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Nur verwerfen viel zu viel. Verwerfen einfach viel zu viel und haben dann nicht die nötige Konsequenz, die es auch braucht, um so ein Spiel vielleicht auch von vorne mal spielen zu können. Und so rennen wir dann nach diesem Halbzeitrückstand sofort hinterher. Selbstvertrauen auf der einen Seite wächst. Und jeder Fehler, den du dann machst, tut dann halt doppelt und dreifach weh und dann ist es weg. Dann ist es eigentlich schon nach 5-6 Minuten weg. Und dann spielen die Rhein-Neckar-Löwen das einfach sehr, sehr souverän, sehr diszipliniert, sehr konsequent. Und wir haben de facto keine Chance, sie da irgendwo zu stoppen. Das muss man so leidlos anerkennen. Ärgerlich, weil wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, in vielen Dingen auf einer Höhe waren und trotzdem mit -4 da reingehen. Aber wir hatten eben nicht die Konsequenz im Abschluss und da hat Birling uns, kann man schon auch sagen, kaputt gemacht. In unserer Deutlichkeit, weil wir auch viele freie Chancen kreiert haben, die wir nicht gemacht haben. Und damit verdient auch verloren am Ende. In der Deutlichkeit. Und das müssen wir so akzeptieren, auch wenn es natürlich im Moment sehr schwer fällt. Auch dir vielen Dank. Fragen von der Presse sind keine gekommen. Deshalb beende ich die Pressekonferenz. Wünsche den Rhein-Neckar-Löwen gute Heimfahrt.